16 Trikots, aber nur 13 können das Schönste der Admiral zweiten Liga werden. Wer ist also auf der 1? Das sagen wir euch in einer Zwarer-Konferenz Spezial, denn wir ranken. Wir suchen heute das Liga 2-Trikot der Saison 2024-25. In der Jury sitzen der Harald, der Patrick, unser Regisseur, der Sebastian Steiner, der heute nicht am Regiepult sitzt und dennoch seine Wertung abgegeben hat. Und die Frage, und die man, du. Und ich natürlich, Entschuldigung. und wir müssen gleich mal zu Beginn klären, wie schauen denn die Rahmenbedingungen aus? Wer kann uns da die Spieler regen? Ich so ein bisschen erklären. Erkläre es sehr gerne. Wir ranken nur Heimtrikots. Erstellt wurden. Wird ein Top-10-Ranking, das heißt sechs andere, die sechs übrig gebliebenen Vereine gehen leer aus, wobei wir Zweitvertretungen nicht gerankt haben, weil es gibt ja auch eine Ansa-Konferenz Spezial, wo es um das beste Trikot der österreichischen Bundesliga geht. Ist gestern online gegangen. Jeder von uns hat seine Top-10 abgegeben, der erste Platz 10 Punkte, der letzte Platz 1 Punkt. Bei Punktegleichheit in Summe haben wir die Skisprungregel angewandt und den besten und schlechtesten Wert gestrichen. Und so kommen wir zu unserer Top 10. Also seid ihr ready, Harald, Patrick? Geh mal rein. Howdy. Gut, dann starten wir von unten nach oben mit Platz 10 und dem SK in St. Pölten. Sebastian und Patrick, 0 Punkte habt ihr gegeben. Warum taugt's euch nicht? Weiß ich nicht. Ich hab in einem Schnelldurchlauf die Trikots angeschaut und muss halt leider gestehen, obwohl es halt eben, wie wir in der Ansa-Konferenz besprochen haben, Sturm Graz ja eigentlich sehr ähnelt, ja. Hat es mir irgendwie nicht gefallen. Ich finde es ist einfach bei der Brust einfach urviel reingeklatscht worden. Dann noch diese seitlichen Sponsoren, das Zweitliga-Ding, Wappen ist auch nicht auf einer Höhe und alles. Also es war für mich einfach nicht ausreichend, sorry. Es ist das Sturm-Trikot in Blau. Nein, nee, und Sturm ist halt, war das erste Traum, deswegen ist es halt ein bisschen deppert. Aber ich habe den SKN eigentlich sogar auf Platz 4 gesetzt. Ich glaube, dass das schon ein Upgrade im Vergleich zu den letzten Jahren war. Ich glaube, das war es aber auch nicht. Das war keine Kunst. Ja, ich finde es eigentlich immer nur ein bisschen irritierend. Ich sehe den SKN eigentlich vor mir in einem gelben Heimtrikot. Mhm. Ja. Also da ist man jetzt, glaube ich, seit 2 oder 3 Jahren hat man jetzt schon, zum zweiten Mal in Folge, setzt man eben auf die Farbe Blau. Ich finde es eher... Identitätsverlust ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich finde schon, ich verbinde den SKM mit der Farbe Gelb. Es ist das Gleiche, wie wenn jetzt der Dortmund auf einmal in, meine, Blau geht es nicht, aber wenn Dortmund nicht in Gelb spielt. Ja. Nein, ich sehe es auch so. Also, ja. Gut. Dann machen wir doch gleich weiter mit unserem Platz 2 und der SV Ried. Auch 10 von 40 Punkten. Platz 9. Ah, was habe ich gesagt? Platz 10. Platz 9 natürlich. Die SV Ried, 10 von 40 Punkten. Patrick nur ein Pünktchen gegeben. Ich bin der Einzige, der da wirklich eine hohe Wertung abgegeben hat. Mit 6 Punkten. Harald 2 Punkte, Sebastian 1, Patrick 1. Was ist mit euch? Warum taugt euch das nicht? Ja, scheinbar fragt du dich aber einmal, was mit dir ist. Du bist der Einzige, der immer so raussticht. Erstens, Ausstatter Hummel. Ja, okay. Und weiter? Ja, die Musterung. Alter, habt ihr das Trikot angeschaut? Ja, da tönt euch nur der Leberkast. Der Leberkast deswegen habe ich Seite einen Punkt gegeben. Ja, aber verstehe ich nicht. Na, ganz ehrlich, das ist weitem besser als in den letzten Jahren. Ich bin nicht einmal sicher, ob das Trikot grün oder weiß ist, wenn ich mir da die Grundthematik-Plätschern anschaue. Ja. Also. Nein, ich meine, okay, das Guntermatik ist natürlich ein bisschen zu präsent. Aber du hast bei der Ansa-Konferenz hast du auch gesagt, stell dir mal das Hapag-Trikot ohne Logos vor, dann ist das voll geil. Jetzt tu mal das Guntermatik weg. Dann schaut das aber geil aus, das Hapag-Trikot. Mir fühlt aber Hartberg bei der Ansa-Konferenz. Ja, aber ganz ehrlich, also du hast Hapag, glaube ich, mehr Punkte gegeben als Ried. Nein, also wie gesagt, mich stört die riesige Hauptsponsor-Integration und mich stört, dass die zwei Ärmel zwei verschiedene Farben haben. Das Garleitner blau und das Gourmet-Fein froschgrün. Ja, aber du musst halt irgendwie die Sponsoren auch unterkriegen und Ried hat halt die Taktik gewählt, das eher auf die Seiten zu verlagern und weniger frontal am Trikot zu haben. Weil kein Platz ist wegen der Automatik. Ja, ist schon klar. Aber trotzdem, ich finde es eigentlich gut. Also ja, ich finde es wirklich, wirklich sehr fein. Für den Aufstieg wird es ja wahrscheinlich reichen. Der Kilian Schrögenauer sieht das ähnlich, der hat auf Twitter nämlich geschrieben, eindeutig die Trikots unserer SV Ried, schlichtes und stilvolles Design, hat er geschrieben, würde also die Rieder sogar auf Platz 1 wählen. Wir machen weiter mit Platz 8
Ich habe der Admira 0 Punkte gegeben. Was im Vergleich? Was? Trotzdem haben sie 13 von 40 Punkten geholt. Das ist mir zu langweilig in der Saison. Das ist langweilig? Das ist weiß und also, ja, der Punkt. Jetzt fange ich an zu argumentieren wie du. Es ist Hummel. Also das Argument wäre, es ist Hummel. Ja. Es ist der Panther, finde ich, schön integriert. Mhm. Ich finde das neue alte Logo cooler als das vorige. Ja. Sehe ich auch so. Sehr sauberes Trikot. Irgendwas wird man. Mir fehlt auch ein bisschen was, deswegen habe ich, bei mir sind es halt deswegen auch nur 3 Punkte gewesen, aber im Großen und Ganzen ist es schon in Ordnung. Ja. Kostenpunkt 79 Euro, Ausstatter, hast du eh schon gesagt, Hummel. Zu Hause in Weiß, auswärts in Schwarz, Panther auf der Seite. Das sind die Merkmale des Admira-Trikots. Ich bleibe dabei, Vorsaison war besser. Der Paul auf Twitter hat geschrieben, Trikots von der Admira in den klassischen Vereinsfarben, klassisches Logo plus der Panther. Der hat eigentlich nur mal genau das geschrieben, was ich gerade gesagt habe. Also vielleicht habe ich das vorher schon gelesen und hat das aber nochmal wiedergegeben. Also er hätte die Admira auf Platz 1 gesetzt. So, jetzt der Wild Pick. Auf Platz 7 mit dem SV Stripfing. Und 45 Punkte. Ja, warte mal. Ich gebe 5, der Sebastian gibt 5, der Patrick gibt 4. Das heißt, das sind alle wieder mal einer Meinung, außer dir, Hannes. Ja, aber es muss immer auch Menschen geben. Was ist dein Problem? Also jetzt grundsätzlich einmal bei dem Trikot. Nicht viele Probleme. Wir haben schon in der Ansehkonferenz besprochen, Macron immer wieder gut für kreative Designs. Auch hier wieder beim SV Stripfing. Aber es holt mich trotzdem meine Top. Also erst einmal großes Lob, es schaut nicht so aus wie das vom FAC. es ist einmal ein eigenes, ja. Ich weiß nicht, mir gefällt das ganz gut. Also dieses Gelb halt eben auf den Schultern, was dann eben zu den Ärmeln sich dann ein bisschen wieder so auflöst in ein Blau. Ich finde es solide. Ja, finde ich auch. Blau-Gelb funktioniert halt auch oft einfach sehr, sehr gut miteinander. Erinnert mich an Juve-Trikot der 90er Jahre. Auswärts Juve-Trikot sehe ich Ravanelli vor mir spielen. Also von dem her, das hat gleich das in meinem Kopf aufpoppen lassen, dieses Juve-Trikot. Aber es gibt es scheinbar nicht zum Kaufen. Also ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, das SV Stripfing-Trikot zu kaufen. Dementsprechend gibt es auch keinen Kostenpunkt bei diesem Leiberli. Du könntest das vielleicht checken. Kann ich mir vorstellen. Ich schau mal, vielleicht kriegen wir uns zum Verlosen. Ja, wer da. Er hat die Akkreditierung selber zeichnen müssen. Glaubst du wirklich, er kriegt ein Trikot? Ja, dann gehst du einfach hier und nimmst das. So. In der Kabine einfach erwischt. Nach deiner Kabinenpredigt, wenn es verschrieben geht, hättest du dir einmal fragen, kann ich ein Trikot abbelegen. So, wir machen weiter mit Platz 6 und dem Schwarz-Weiß Bregenz. Da bin ich ein bisschen, da hebe ich mich wieder etwas ab von euren Bewertungen. Die extrem, ja, ist sauber, schwarz-weiß gestreift, ist wieder ein Macron-Dress. Ja. Ich finde da den Kragen wirklich schön. Rundkragen. Rundkragen, schwarz-weiß, schwarz, gefällt mir gut. Alles in allem finde ich es halt einfach ein bisschen fad. Ja. Ja. Mir gefällt halt dieses Balkenmuster, wenn man das so nennen kann, einfach auch ganz gut. Also ich bin generell auch nun immer ein Fan. Nun gibt es dann nur 4 Punkte. Ah, nein, Entschuldigung, du hast 5 Punkte. Ich habe 5 Punkte bei der Stripping-Bewertung war vor mir. Nein, finde ich gut. Nein, ich finde sie nämlich auch gut. Und sind ja auch angelehnte Trikots an die Saison 1999-2000 mit diesem Balkenmuster. Einziger Minuspunkt, der stört mir aber richtig, ist einfach das Liga-Logo und Vereinslogo nicht auf einer. An der Höhe sind das hat ja niemand, oder? Aber nicht so eklatant wie bei St. Pölten. Aber bei St. Pölten ist das ja so. Nee, bei St. Pölten ist ja gefühlt schon. Ja, das wünscht sich auch zu. Aber trotzdem, es gibt einige Trikots, wo das Liga- und Vereinslogo auf einer Höhe sind. Bei Schwarz-Weiß Bregenz ist mir auf jeden Fall ins Auge gestochen. Ist der MSV Strip? Na, vergiss. Na, schau. Ah, bei der Admira. Ach, ja, schau, deswegen 0 Punkte. Admira. Tut mir leid. Aber da, bei der SVG ist es auch so. Sehr schön, wie du stringent da durchargumentierst. Gut. So, Platz 5. Platz 5 geht an Kapfenberg. 22 von 40 Punkten. Ich gebe 5 Punkte. Der Sebastian gibt 6 Punkte. Ich meine, das ist ja mal ein Kontrast. Der Harald gibt 1 Punkt und der Patrick gibt 10 Punkte. So, jetzt müsst ihr eigentlich miteinander diskutieren. Nein, ich finde es
Es ist ihm fix zu fad. Ich finde es als Trainingslevel okay. Ja. Was wird da? Der Sponsor, so, oder? So präsentiert sich Kapfenberg heuer nicht. Irgendetwas, das ausschaut, als ob es ein Fußballtrikot wäre. Wieso? Das ist ein Fußballtrikot. Weißt du, was mir fällt? Das ist Murauer. Ich finde das Murauer-Logo oben drauf. Ich finde es einfach schön dezent, obwohl ich eigentlich mehr gerne ein paar Highlights will und alles Mögliche. Ich weiß nicht, diese kleinen, feinen, weißen Streifen. Es hat mich angesprochen. Man macht zumindest den Kragen in weiß oder den Kragen und die Ärmelabschlüsse oder irgendwas. Ich da ist nichts auf dem Trikot. Ich finde es sehr gelungen. Ich finde erstmals die. Ja, war aber auf der Brust. Ja, also, Entschuldigung, so. Sie haben ja jetzt sowieso einen anderen Sponsor oben drauf, ganz vergessen. Ich glaube, dass der Kapfenberg einfach viel richtig gemacht hat. Es gibt einen Online-Shop, glaube ich, seit letztem Jahr. Sprich, man kann das Ganze auch online schön, erwerben. Schön aufgebaut, ja. Und Kostenpunkt 55 Euro. Herrlich. Also, ich glaube, das ist das billigste Trikot des österreichischen. Was? Was man halt so zahlt für Trainingslevel. Nein, jetzt hör doch auf. Ich finde es wirklich sehr schön. Schönes Präsentationsvideo. Also der Kapfenberger SV macht auch in der Präsentation dieser Dinge einfach wichtige Steps in Richtung Neuzeit. Top. Rang 4. Rang 4, die Vienna. 27 von 40 Punkten. Es ist das Jubiläumstrikot. Harald ist geflasht. Der Sebastian mit 7 und Patrick mit 7 Punkten auch. Ich habe nur 4 Punkte gegeben. Ich weiß nicht. Man hat es probiert mit diesem verspielten Blau rund um den Kragen, aber mir taugt es nicht. Ich muss sagen, mir gefällt das Auswärtstrikot besser. Mhm. Aber was mir so gefällt, ist halt eben mehr oder weniger das Wiener Wappen ist einfach cool, ist einfach angelehnt an die damalige Zeit. Und auf der Seite haben sie noch diese feinen, da ist das U-Boot zum Beispiel drauf. Also die haben da so wegen dem 130-jährigen Jubiläum einfach ein spezielleres Trikot gemacht. Und mir gefällt es. Das Einzige, was mir halt eben nicht so taugt, ist dieses fette Unica halt eben in der Mitte. Ja, aber weiß ganz ehrlich, ich weiß, es passt. So farblich passt das super zusammen. Passt schon zusammen, ja. Aber irgendwie sticht mir einfach zu sehr mal wieder ins Auge. Ja, also ich finde auch, es passt farblich zusammen. Ich meine, es ist ein Nike-Trikot von der Stange. Mhm. Also dieses Muster gibt es ja, hat jetzt die Vienna nicht exklusiv. Mhm. Aber ich finde, erstens mal, wie der Patrick gesagt, das Jubiläumslogo sehr, sehr leimend. Mhm. Mhm. Und halt eben diese Applikationen auf der Seite, das ist halt wirklich mega. Das ist wirklich schön. Es ist auch definitiv besser als das Trikot der Vorsaison. Das war nämlich einfach nur gelb fertig. Ja, ja. Dann hast du da von Unica drauf gehabt, dass also Unica, der Sponsor, war im Grunde der Farbklecker auf diesem Trikot. Also sie haben sich da ja schon gesteigert, aber ich erwarte mir von der Vienna immer ein bisschen mehr, denn ich habe da wirklich so coole Trikots aus der Vergangenheit im Kopf. Da tut es mir dann immer schwer, weil ich glaube, gerade mit dieser Farbkombi blau, gelb kann man viel geile Dinge machen. Es wird auf jeden Fall besser und ich gehe davon aus, dass in der nächsten Saison die Top 3 in unserem Trikot-Ranking knacken werden. Apropos Top 3, weiter geht's mit dem SKU Ertelglas Amstetten. 29 von 40 Punkten, Harald 10 Punkte, Sebastian 9 Punkte, Patrick 8 Punkte und ich gebe 2 Punkte. Ja, das ist ja, aber ich check's nicht, was ist an diesem Trikot so geil finde. Also auch hier Amstetten mit besseren Trikots in den letzten Jahren. Genau, letzte Saison fand ich das Amstetten-Trikot wirklich wunderschön. Deswegen sind es jetzt auch bei mir nur 8 Punkte gewesen. Ja, aber 2 ist eine Frechheit. Ja, ich meine, da brauchen wir nicht einmal zum Diskutieren anfangen mit dir. Aber das ist der Sinn eines Podcasts. Achso, ja. Schönstes Trikot der Saison. Das Blau mit dem dunklen Nadelstreif, nämlich sonst alle nehmen immer weißen Nadelstreif. Das Blau mit dem dunklen Nadelstreif ist groß. Mir taugt er, es ist ein Rundkragen, aber der Rundkragen ist. Nein, aber der schaut nicht gut aus. Der ist ein bisschen zu groß. Stört mich gar nicht. Das schaut dann komisch aus. Das ist wie, als wäre der Kragen so ein bisschen ausgeweitet. Es gibt ja auch einen User-Kommentar. Ja, Lemmy. Kannst du gern vorlesen mit deinem. Der Lemmy hat ein Foto eines Amstetten-Trikots gepostet und mit der Caption Aura. Na, ja. Da hast du das. Gut, noch nicht im Fanshop verfügbar, aber ich gehe davon aus, dass sich das auch am Ende ändern wird in den nächsten Wochen. Ich habe schon vorbestellt. Platz 2 geht an den FAC. 30 von 40 Punkten bei mir. Auch auf Platz 2, Sebastian auf Platz 3.
Harald auf Platz 4 und dann beim Patrick auf Platz 5. Was passt da doch nicht bei diesem Trikot? Entschuldigung, also ich finde das, also das ist eine richtig gut gelungen generelle Präsentation, auch mit diesem Video. Ich weiß nicht, ich fand letztes Bootsfahrt. Jahr das Trikot irgendwie gemeinsam, was sie mit dem SV-Striffing gehabt haben, einfach ein bisschen ansprechender. Es ist ja, ich sage nicht, dass es ein schlechtes Trikot ist, absolut nicht. Mir gefällt auch eben auch, dass sie das Jubiläumswappen drin haben. Aber ja, ich weiß nicht, das, sie schaffen es halt irgendwie auch, dass sie Wien-Energie ein bisschen besser integrieren als manch anderer Verein in Wien. Das muss gar nicht orange sein, gell? Ja, scheint so. Aber auch wenn es orange wäre, das würde funktionieren. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, was man an diesem Wien-Energie-Orange hat. Ich finde das gar nicht so schlecht. Das ist eine orge Kombination. Dass wir andere Meinungen haben. Blau ist klar. Und orange, das ist halt so ein geiler Kontrast, der funktioniert meiner Meinung nach. Nein, schönes Trikot. Erinnert mich an Blaues Linz. Das ist auch sehr schön. Ja, ja, mir taugt der Kragen nicht hundertprozentig, aber sonst alles cool. Taxi Orange, hast du das damals angeschaut? Und wer war dein Favorite? Du? Du warst zu jung, oder? Ich kann mich ganz ein bisschen schon daran erinnern, Maxi Schmidl. Halt ja. War schon cool. Ja, ich hab's. Du ich ein Magenta, die Magenta oder wie es heißt. Ich kann mich nur mehr an Max Schmidl erinnern. Gab es ihn noch so einen Magenta? Die Mama, Robert. Genau, ja. Und es hat dann noch diese zwei FC Tirol-Fans gegeben. Boah, das. Ja, der, wie hat der Kassen? Der Blonde. Warte. Und es hat dann noch den Chris gegeben, den Steirer, der immer irgendwie so Hallo gesagt hat. Wenn sich nur erinnern kann. Ja. Ich muss nur kurz was sagen. Wenn ich einmal sage, Leute, ich muss heute weg, ja, dann fängt der Hannes zwischen Platz 2 und 1 über Taxi Orange an zu reden. Ne? Ja, ist klar, ich weiß, mir einfach jetzt so gerade eingefallen ist, wegen der Farbe Orange. Aber wurscht, das können wir uns, das können wir uns für die nächsten zwei Ronazer-Konferenzen aufheben, dass wir da ein bisschen über Taxi Orange ansprechen. So, wir haben Platz 2 abgeschlossen mit dem FAC. Ein Trikot ist noch über, aber ein paar Vereine, die potenziell noch in Frage kommen. Lafnitz, Horn, Austria-Lustenau oder ASK Vorarlberg. Und der ASK Vorarlberg hat das schönste Trikot der Admiral 2. Liga. Laut der Zwarer Konferenz natürlich. Und von mir und dem Sebastian hat es 10 Punkte geregnet. Harald 7, Entschuldigung. 8. Harald 8, Patrick 9. Mhm. Korrekt. Der ist cool. Ja. Ja. Also, Vorarlberg hat generell, finde ich, mit ihrem neuen Wappen einfach ein Upgrade bekommen und ich finde das weiße schöne Trikot noch dazu halt eben so gepunktet, mehr oder weniger dieses V dann auf der Brust. Sehr schön. Ich muss jedes Mal, wenn ich irgendwas V-förmiges sehe, dann. Vöslauer oder VW-Flügel? Ja, ist ja scheißegal, dann her immer Vorarlberg. Vorarlberg. Ja, immer dieses Video. Das höre ich noch nicht. Das ist so ein Ohrwurm mittlerweile in meinem Schädel. Egal, was es angeschaut. Echt, das ist die Wacker Innsbruck droppt das neue Heimtrikot, da ist so ein V-Muster dabei und ich denke an Vorarlberg. Ich schaue mir Tabpfeile an, da ist ein V-Muster dabei und ich denke an Vorarlberg. Ich sehe überall nur mehr das Vorarlberg-Logo. Sehr schön. Postleitzahl? 8570. Glaube ich. Ja. Ja, ja. Nike. Sehr schönes Trikot. Ich sehe es auch so, dass dieses V oder eigentlich ist ja ein Dreieck mit dem Vorarlberg Arbeitersportclub, das da steht, kommt sehr gut rüber. Wenn ich eine Sache ändern könnte, dann würde ich dieses Schwarz-Weiß-Schwarz am Kragen auch noch einmal dazu machen. Ja, stimmt, so ein bisschen. Mhm. Und bei den Ärmel. Ja. Bei den Ärmel und beim Kragen und dann ist es 10 plus, aber im Grunde bei uns auf Platz 1 und damit zum zweiten Mal hintereinander, dass der Aufsteiger das schönste Trikot unserer Meinung der Saison stellt. Wir wünschen Vorarlberg kein DSV-Oben-Schicksal. Ja, das hoffen wir auch nicht, obwohl es tabellarisch momentan eher noch ausschaut. Aber egal, Vorarlberg hat sich natürlich auch gemeldet. Ich habe die Frage auf Twitter gestellt, wer hat das schönste Trikot der Admiral 2. Liga? Vorarlberg hat es gepostet, das Trikot, und hat geschrieben, no more words needed. Also, neben den Zweierteams kein Platz für Lafnitz, Horn und Absteiger Austria-Lustenau. Ein bisschen enttäuschend, denn Lustenau, wir haben es eh heute schon mal besprochen, die waren eigentlich in den letzten Jahren richtig gut unterwegs. Ja, also das Downgrade sportlich hat sich irgendwie in der Trikotwahl dann niedergeschlagen. Schade. Ja.
waren für mich im Vorjahr absoluter Top-3-Kandidat in der Bundesliga, aber heuer nicht mit dabei in Liga 2. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann lasst es uns wissen mit eurem Ranking in den Kommentaren. Folgt uns auch gerne auf YouTube bzw. im Podcatcher eures Vertrauens. Wollen wir nochmal kurz über Taxi Orange sprechen, über das Dschungelcamp, oder musst du jetzt dann schon weg, Harald? Das wäre dann irgendwie lieber. Nein. Alles gut, macht es gut, schöne Woche und tragt es natürlich in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao. Servus. Go, go, go.